Ja, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F. In der letzten Folge haben wir Frederick aufgesucht, weil er von Furie einen sogenannten ausgeborgen hat. Furie wollte ihn zurückhaben und ja, Frederick wurde von Aliens entführt und wir sind jetzt im Zonkäfig. Yay! Und ja, das wird vielleicht oder vielleicht auch nicht so nett. Da, guck mal, man kann die Finja sehen von hier aus. Also da die ganze Landschaft und so weiter ist, ja. Hm? Schön, Matt. So, ich möchte mal gerne so eine gelbe Säule irgendwo finden. Aber so eine finden können wir nämlich die Feindestärke im Gebiet runtersenken. Ich weiß nicht, ob das im Bosskampf auch irgendwie was bringt, aber besser wär's. Da ist er doch, na? Frederik, was machst du denn? Ich weiß nicht, ob wir ihn auf den höchsten Schwierigkeitsgrad schaffen, aber naja. Frederik, are you okay? Oh goodness, I'm so happy to see you're all safe and sound. What happened to you? Wurde von Aliens entführt. And what is this zone cage? I don't like having so many unanswered questions. You're right. We need some answers. But maybe we should hold off until we're out of here. No, wait. There's something you must know. What is it? Where to begin? 200 years ago, the world faced a crisis the likes of which had never been seen. What happened? The Zone Cage satellite defense system spun out of control. When this happened, the entity known as Solomus was super activated. What the hell is he talking about? Frederick, are you certain about this? Captain? You actually understand what he's saying? Grow up, Asbel. The captain is exhibiting symptoms of an Eleth High. It will likely begin manifesting in the rest of us soon. My apologies. Please, what happened to this Solomus? Solomus called 9 warriors from the surface and formed a fighting force called the Terma 10, with Solomus as the 10th member. Even as we speak, they are attempting to destroy the world. Frederick? How do you know all this? I conducted my own investigation as soon as I was brought here. The? Way to go, Gramps! Wow, that is impressive. Good, good. You catch on fast, Asbel. Lord Asbel, I must... Die Echte ist verrückt. Ich meine, mit allem, was uns jetzt schon passiert ist mittlerweile. What? Have you lost your mind? Due to my carelessness, Solomus is now in possession of the Lapcomp. Oh crap! My sister's gonna kill me! I am so sorry. There's a large amount of material on there, which must never be seen by anyone. It must be retrieved, no matter the cost. Yeah, okay. But I still don't understand why we have to fight you. I was chosen as one of the Terma 10. And to reach Solomus, you must defeat all the other members of the organization. If you Natürlich. Don't, I will never truly be free of this place. How could this have happened? I don't want to fight Frederick. Grandpa! This is indeed a bitter blow. Understood. I apologize, Frederick. What? Now, prepare yourself. Was? Mein Gott. Ja, welches Level ist der? 112 natürlich und der hat verdammt viel AP. Ja, ich muss direkt alles geben, weil sonst bin ich sowas mit. Und der hat gleich einen Elf-Schub. Lecco mio. Ja, ich weiß genau, was ich gleich mache. Zack. Huh. Wahrscheinlich habe ich sowieso. Das sieht man sowieso irgendwann in seinem. Ja. Kann jetzt nicht spoilern, aber. Der Typ hat auch eine Mystikart, aber ich möchte jetzt nicht unbedingt. Ja. Die zeigen. Aus offensichtlichen Gründen. Hypersonic Thrust, was?
wie stilvoll der kämpft. Komm mal her, Martin, nein, Hubert. Wo hast du denn gezielt? Irgendwie bringt's das nicht so. Aber ja, jetzt kriegen wir den. Wahrscheinlich werden die zukünftigen Phasen ein bisschen kurz, wenn die Kämpfe nicht so lange dauern. Wahrscheinlich werde ich auch nur einige Bosskämpfe hier reinpacken. Bei den restlichen Thermazen. Weil darauf läuft es ja hinaus. Au. Ja gut, danke. Sherry, ja. Zum Glück macht der nichts gegen mich. Ich kann locker Aspel wiederbeleben. Er tut all die, er tut richtig stylische Tales of Angriffe einsetzen, fällt mir gerade so auf. Er hat schon in sich, Mann. Wahrscheinlich legt er so ab die Hälfte richtig los. Oh, wat? Was? Ja, habe ich doch gesagt. Und nun? Guck mal her. Muss. Was zum Teufel? Warum ist Sherry kaputt? Ja, auf Chaos schaffe ich das nicht. Okay, das waren sehr viele Dämonenfangs. Nee, das schaffe ich auf Chaos schaffe ich das nicht. Was? Oh. Oh, das ist ein Shop, den könnte ich gebrauchen, danke. So, dann müssen wir noch mal da rein, leck mich. Ah. So, dann müssen wir jetzt noch mal da rein. Ah, leck mich. Okay, auf Chaos werden wir sowieso nicht schaffen, das haben wir schon klar. Auch böse, komm schon. Hat doch gelacht. Niedriger als auf schwer gehe ich sowieso nicht. So wird schon mal gesagt. Wenigstens habt ihr jetzt gesehen, was passiert, wenn man auf eine Stärke runter. Bams. Wenigstens habt ihr jetzt gesehen, was passiert, wenn man hier stirbt. Nichts passiert. Man verliert nur seine Opfergabe. Das hat ja auch eigentlich in sich. Und da passiert auch, wenn man nicht beim Boss stirbt. Und dann, ja. Das war ein guter Anfang. Ich kann eigentlich schon ein bisschen sowas erreichen in diesem Part. Ich werde in diesem Part auf jeden Fall noch Frederik kaputt hauen. Er wäre gelacht, ey. Da wäre doch sowas von gelacht. Wahrscheinlich pflücken wir den jetzt vollkommen kaputt. Ah, hier sind so richtige 0815 Dinger nur. Hi, Esper. Hi, Person, die ich noch nicht kennen werde. Was? Noch nicht kennen werde. Wieso wollte ich jetzt L2 drücken und Geld irgendwie spenden? Warum? Oh, was, Frederik? Das ist natürlich hier alles wieder ein bisschen zufallsgeneriert, glaube ich. Man muss immer nur zwei Etagen durch die Gegend laufen. Was auch nicht so schwer ist. Da müsste Frederik sein, ne? Frederiken, hi. Du hast uns voll aufs Maul gegeben. Jetzt gebe ich dir voll aufs Maul. Frederik, are you okay? Oh, goodness. I'm so happy to see you're all safe. What happened to you? Well, and what is this stone cage? Ach, das ist schon wieder genau das gleiche, ne? Dann überspringen wir. I don't want anything to do with it.
Okay, welche Level bist du jetzt? 97, werden wir ja wohl schaffen. Ja, ist ja richtig gestunt. Ja, jetzt pflücken wir den kaputt. Ich habe es mir doch sowas von gedacht. Okay, ich will ja auch weiterkommen und jetzt nicht wieder fünf Parts an einen Gegner hier dranhängen. Deswegen machen wir halt jetzt einfach. Kann ich auch mal seine Mystika zeigen. Ja, wir dominieren jetzt den Kampf. Komm her. Oh nein, eine Elefante. Das ist ein Ding ins ein. Ich glaube nicht, ne? Aua. Kannst du es warten? Wo ist das mein Ding in ein? Bams! Expunging! Sword! Und den nochmal. Oh, 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 oh! Mein Gott. Und den auch nochmal. Mein Gott, was ein Kampf. Ganz so glauben, dass wir gerade voll auf die Fresse bekommen haben. Das ist doch so ein riesiger Unterschied auf einmal wieder. Schon wieder nicht lustig. Bams. Ja, das war einseitig jetzt. Ja, und er ist tot. Wir haben nur 5000 Erfahrungspunkte gekriegt, Mann. Kostüm erlernen, sehr schön. Ja, der Kampf war ein bisschen enttäuschend jetzt auf dem Schwierigkeitsgrad. Ach ja, wir haben gerade Frederick getötet. Das ist nicht gut. Grandpa! The gate to the next area. It should be open. That is all I know. It's fine, Frederick. Just lie still. But surely the young masters, surely. Frederick! Do not fret, young man. Hi, Frederick. Death has no hold here in the zone cage. Ja, das haben wir schon gemerkt. This is due to some property of this area and its connection to powerful Eleth. Thank goodness. Yes, that's quite the relief. This is simply that kind of place. Huh? What kind of place is that kind of place? Eleth holds many mysteries. Okay, enough with the blah blah blah. Let's go back to the entrance and look for more Termitan members. Yes. I'm not sure we have time for this. Shouldn't we be focused on saving the world? Haben wir doch schon zweimal. Pech, schwarze Fühler. Die werden wichtig. Dun, 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 dun. So, da wir diese Etage geschafft haben, kriegen wir unsere Opfergabe zurück. Sehr schön. Mehr nicht. Erstmal. Pech, schwarze Fühler. Die geben. Wesentliche Verteidigung. P-Angriff. Brauchen wir nicht C-Angriff. Ich glaube. Ja. Ausrüsten mit Charia. Thanks, Sophie. Maybe I should show it to Asbel. Show me what? Oh, perfect timing. Look at this, Asbel. Pretty cute, right? So what do you think? Yeah, it's nice. It's a really good choice considering the, climate around here. The climate? Well, at least you liked it. Thanks. Are you happy, Sharia? Of course. I think Asbel really liked it. Oh, wait, Captain, look at this. Did you cut your hair? No, I didn't cut it. Strange. Asbel just told me that you cut your hair. Why would he? Ugh, that jerk. He didn't even notice my ribbon. He thought I was talking about a haircut. Unbelievable. It's okay. Keep trying. Tell it to Asbel.
Okay. Ja, Frauen. Die versteht erstmal nicht. Ja, ich glaube, das ist aber ein bisschen besser. Präzision oder physische Verteidigung? Angreifen wir jetzt hier nicht und Zauber. Ja. Lass mal das. Ja, lassen wir das. Na du. Boah, wir müssen noch so viele Quests machen, ne? So viele Nebenquests. Das kotzt mich an. So. Als nächstes könnten wir. Meine Güte, wie weit können wir denn schon gehen? Oh. Ich habe einige Dinger schon, die. Ja, liegt an den Punkten. Jetzt für die, die jetzt immer noch nicht wissen, steht ja gar nicht. Steht das nicht mal irgendwo? Egal, jeder Gegenstand hat irgendwelche Punkte. Also je seltener der Gegenstand ist, desto ja, desto eher können wir da rein. Und wir haben eine Menge Gegenstände in 230 Stunden bekommen. Deswegen ist das jetzt erstmal nicht so ein großes Problem. Na gut, dann würde ich sagen, die restlichen 6 Etagen könnten wir noch mal versuchen. Erst einmal, ne? Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Quest F, wo wir uns die restlichen erstmal vornehmen. Ich bedanke mich allen herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss.